Herzlich willkommen zurück in Omega Land. Nein, natürlich nicht. Wir sind hier in Let's Play SimCity in Arbeiter City. Und wir schweben hier gerade über der Omega Zentrale. Warum hast du hier unten geblinkt? Was ist das? Metallzentrale. Die Metallzentrale ist die Grundlage einer jeden Stadt, in der Kohle oder Roherz abgebaut werden. Verkaufen Sie Kohle oder Roherz, um Ihre Zentrale aufzuwerten. Um Verbesserungen und bla bla bla. Schmelzhütte. Metallzentrale, okay. Es wäre eigentlich noch eine Überlegung, wenn wir hier eh schon so viel Industriezeug machen, ob wir ein Recycling-Center bauen. Oh, da ist die Straße noch nicht geupgradet. So, jetzt. Ob wir hier ein Recycling-Center bauen. Einen Erdreiniger. Nein. Dann können wir nämlich den ganzen Müll, der hier entsteht. Wie sieht denn das überhaupt aus mit dem Müll? Ah, geht eigentlich. Na, das wird eigentlich noch ganz gut versorgt von der von meinen Trippelhausen drüben. Sehr schön. So, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt ist die Überlegung. Hier unten, was willst du? Erstmal wollen wir das Rathaus upgraden. Und dann bauen wir noch einen Bürgermeisterhütle. Das stellen wir gleich dahin. Und die Leute werden glücklich, mich als Nachbarn zu haben. Ich brauche auf jeden Fall hier noch was. Nein. Das sind ja die anderen Dinger. Das war ja das Öldingens. Da bin ich überlegen. Kostet 450. Na, das können wir hier mal lassen. Da war ich nur das Überlegen, ob wir das Öl, was übrig bleibt, zu Benzin verarbeiten und das verkaufen. Aber jetzt 400.000 für eine Raffineriezentrale und dann noch eine Raffinerie für sie. Also eigentlich brauche ich fast 500.000, eine halbe Million. Das ist mir gerade ein bisschen zu billig. Wie macht man das? Machen wir mal so. Und dich mal weiter so, weil dann tue ich nämlich mal hier Industrie noch mal ein bisschen reinbauen. Warte mal, was brauchen wir denn überhaupt? Gewerbe brauchen wir vor allem noch. Das können wir ja auch mal bauen, aber auf jeden Fall machen wir hier erstmal Industrie. Und zwar, warum mache ich das? Weil ich gerade Bock dazu habe. Nein, natürlich nicht. Wir wollen, ich will da unten das Gewerbe hier abreißen, weil ich daneben nämlich lieber noch mal eine komplette Omega-Fabrik hinsetzen möchte. Aber ich brauche ja die Fabriken als Abnehmer für mein Omega. Deswegen tue ich die sozusagen nur verlagern. So. Die können dann nämlich hier hin. Und ich brauche noch, wie gesagt, Gewerbe. Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich denn überall eigentlich? Okay. Da habe ich ja... Da habe ich auch. Hier oben können wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen Gewerbe ausbauen. Und zwar machen wir das nämlich so, indem wir so und dann so und dann... What? So. Und dann so. Und dann... So. Und dann vielleicht auch noch mal... So. Ich bin einfach... Wunderprächtig bin ich. Dann machen wir das nämlich mal so. Und so. Ich glaube, ich nenne es einfach Let's So. Anstatt Let's Play. Ist doch viel, viel verständlicher. Let's So. Let's Make It So. Omega. Noch ein Fabriksche. So. Lokale. An. Lokale. Wieso kannst denn du ja eigentlich weltweite und du ja nur lokale? Oder wahrscheinlich, weil du hier, ist eigentlich diese Option mit diesem weltweit, weil die ist für mich ein bisschen neu, nur frei, weil ich den großen Umschlagsplatz habe? Was willst du? Gebäude brauchen Roherz. Fügen Sie so im Handelsdepot Roherzlager. Habe ich doch. Was willst du? Anlagen ist was?
Oh, das verschwindet immer so schnell. Den Anlagen ist das Rohöl ausgegangen, wenn sie über eine Ölquelle verfügen. Ja, warum wohl? Ich habe das Ding hingesetzt und das Ding braucht jetzt natürlich Öl und sonstiges Zeug, ist klar. Ja. Und so schnell können die jetzt auch nicht reagieren, die, also jetzt hör mal. Macht mal halblang. Hier wird ja nur das verkauft, was zu viel ist. Jetzt wollte ich nämlich mal gucken, Umschlagsplatz. Halt, ich muss da hier drüben rein. Halt. Da. Ach, nicht so. So. Einen Güterbahnhof. Kann ich den da irgendwo hinbauen? Hier ist doch Zug. Eisenbahn. Duff, duff. Was zu weit vom Hauptgebäude entfernt? Alter, wie nah muss ich denn an das Gebäude hin? Bitteschön. Muss ich den Umschlagsplatz da oben hinsetzen? Ja. Dann doch lieber nicht. Jetzt habe ich diese blöden Dinger da hier. Und ich habe noch nichts landen sehen. An diesen blöden Plätzen. Die habe ich ja auch hier an der Omega-Zentrale. Da habe ich noch nichts landen sehen. Hier habe ich ja keine dran. Weil das kostet ja eigentlich auch nur Geld. Da könnte ich eigentlich mal hergehen und mal einen zumindest weghauen. So. So, Omega, was willst du? Der Bedarf von Omega ist hoch, damit. Doch, durch den aktuellen Produktionsrat lässt sich der Bedarf der Industrie nicht abdecken. Ja, ich habe jetzt auch schon eine zusätzliche Fabrik gebaut und wir machen doch jetzt schon über 6000. Was willst du? Wir machen ordentlich Gewinn. Wir könnten was. Was? Jetzt standst du gerade noch da. Wir könnten mehr Omega gebrauchen. Wir könnten etwas Omega gebrauchen. So ist es. Warte mal, du brennst, also du produzierst. Aber irgendwie auch nur. Wieso produzieren nicht alle oder seid ihr voll? Okay, voll anscheinend. Und du hast noch nicht viel. Aber du brennst jetzt auch, okay. Das dauert immer einen Moment. Dann werde ich auf jeden Fall die Omega-Produktion mal noch steigern. Werde ich hier noch eine Omega-Produktionsanlage, Omega-Produktionsanlage, Omega-Produktionsanlage. So. Das ist auch ein Oschi da hier. Auf der Straße. Anbaupunkt zur Installation erforderlich. Was hier? Seid ihr voll oder was? Nein. Gut, Omega läuft. Läuft. So ist fein. Mittlerweile kommen auch immer mehr Einwohner her. Schule ist auch noch gut. Wunderprächtig. Jetzt muss ich nochmal gucken. An den Grundbedürfnissen. Abwasser haben wir noch. Wasser brauche ich auf jeden Fall wieder. Wasser. Eine Pump up the station. Pump sie jetzt. Pumservation. Ah, das war jetzt nicht witzig. Auf jeden Fall nochmal ein Türmchen. Und noch ein Türmchen. Abwasser war jetzt ja noch okay, ne? Strom läuft auch noch. So. Energie. Du willst bestimmt, dass ich eine Solar-Dingens draußen baue. Bürgermeister, es ist ja gut und schön, mich über die Regierungsarbeit im Dunkeln zu lassen. Natürlich, du darfst nichts wissen, was geht nicht das auch an. Aber das geht zu weit. Vielleicht sollten sie eine Nachbarstadt Strom abkaufen. Könnten wir einmal machen, oder? Gibt es überhaupt immer in der Nachbarschaft Strom zu kaufen? Kaufen wir doch halt mal. So, zufrieden. Gebt mal zwar Geld aus, was wir nicht brauchen, aber egal. So, was wollt ihr alles? Chadu! Oberbürgermeister Suran 83. Die Stadt könnte etwas mehr Einkommen vertragen.
Die Omega Co. bietet sehr großzügige Gewinnanteile, wenn in der Stadt Omega Co. Produkte verwendet werden. Machen wir eine weitere Fabrik von Omega abhängig, um noch mehr Geld einzustreichen. Es ist unter Umständen sogar sinnvoll, anfangs einen Kredit aufzunehmen. Beweisen Sie, dass Sie weitere Fabriken in Omega Co. Franchise-Unternehmen umwandeln können, dann gebe ich Ihnen einen Bonus. Mache ich. So, und schon haben wir das Dingens erfüllt. Hast du dasselbe nochmal für mich? Verkehr gerät langsam außer Kontrolle, Bürgermeister. Glücklicherweise hat die Omega Co. genau die richtige Lösung, weil die wollen Drohnen. Die mache ich aber später mal, das ist mir gerade noch zu teuer. Und vor allem muss ich dann wieder Computerchips ein. Das war ja meine Idee mit den Recycling Center. Wie, jetzt meckerst du rum wegen Abwasser? Ich kann ja mal erweitern. Das war nämlich meine Idee mit den Recycling Center. Da können wir nämlich Plastik machen und alles. Und mit dem recycelten Zeug inklusive dem Erdöl und was wir da noch alles brauchen, können wir dann Chips bauen, Computerchips. Und damit können wir dann nämlich die Drohnenfabrik fördern. Na. Wie sieht es an den Straßen aus? Eigentlich abgesehen von ein paar kleinen Stellen wie hier, alles grün. Das könnte ich ja auch mal ein bisschen, geht das? Klappt das? Ja. Ist auch alles ein bisschen krumm gebaut hier oben. Ja, ich habe halt ein gutes... guten Blick für sowas. Zumindest mal vielleicht ein bisschen abgefangen. Sieht's denn damit aus? Einfach nur mal gucken, wie man da jetzt hinkommt. Ist ja auch geil. So geht's über die Straße. So geht's drunter. Sag mal, kann man dann Tunnel durch alles bauen oder was? Zu wenig Simoleons. Wäre es natürlich schön, wenn man wüsste, wie viel das eigentlich kostet. Aber wahrscheinlich kostet das nicht wenig, wenn ich ohne das so unterbaue alles hier. Hm. Was mit dir? Komm, produzier. Omega. Alles voll hier. Da gibt es überall noch Gewerbegebiete. Da wird man nämlich da hinten nochmal was hinbauen. So. Und vielleicht da hier auch nochmal ein bisschen Industrie. Kann man es auch gleich da nochmal hinbauen. Nein, da hinten nicht. Weil das geht mir zu reich aufs Grundwasser. Und dann habe ich schlechtes Wasser. So, wie sieht es mit Omega aus? 8000. Der Krankenwagen von Dribbelhausen kommt mit Blaulicht zur Hilfe. Da ist er. Folgen. Bringen Patienten ins Krankenhaus. Herkunft Tande. Was? Tande? Ach, ist mein eigenes. Was? Hab ich zwei? Klinik ist voll ausgelastet. Hab ich echt zwei? Okay. Klinik voll, Patienten müssen abgewiesen werden. Dann geht halt dahin, da ist ein... Oh. Ich lasse es trotzdem mal jetzt. Ich habe echt schon... Jetzt habe ich in der letzten Folge oder in dieser Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, da die Klinik baut. Was mit dir? Brauchen wir mehr Abnehmer? Vorhin hieß es noch, wir haben so viele Abnehmer. Also momentan verkaufe ich Omega ziemlich gut. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? So. Offene Arbeitsplätze haben wir Millionen. 5.359 offene Arbeitsplätze. Ich habe überall immer fast die Hälfte. Zufrieden.
Warum tun eigentlich Leute hier nicht? Hier lebt es sich nicht gerade gesund. Gibt es nicht auch sowas wie Luftreiniger? Aber ich glaube, die waren nur auf den Megatürmen, oder? Warte mal, nochmal gucken. Klassisch, Natur. Gab es hier nicht irgendwo Luftreiniger? Ich tue mal ein paar Bäume. Komm, wir pflanzen mal ein paar Bäume. Das da. Aber hier, ne, das ist eine Industriestadt, da kann es ruhig mal stinken. Schön Bäumchen pflanzen. Ein Fliegzeug. Fliegt über Arbeiter City hinweg. So, hoffen wir mal, dass das ein kleines bisschen die Luftverschmutzung. Wie sieht es denn damit eigentlich aus? Luft. Das ist Windkarte. Luftverschmutzung. Yeah! Guckt an. Geht ab wie Drecksau. Also Luftverschmutzung ist, ich nenn's mal minimal, aber auch wirklich absolut minimal. Das ist noch definitiv im grünen, im braunen Bereich. Nein, es gab doch sowas wie, wir haben ja auf jeden Fall einen Erdreiniger. Es gab doch sowas wie einen Luftreiniger, oder? Oder gibt es diesen Luftreiniger nur auf dem Megaturm? Das ist jetzt meine Frage. Luftreiniger, da ist auf jeden Fall nichts. Okay, hier ist überall nix. Da jetzt auch nicht. Uni. Maxisman. Du bist hier Kläranlage mit Dingens. Luftreiniger direkt. Gibt es nur auf dem Megaturm. Das heißt, dann müsst ihr eigentlich mal einen Megaturm hinpflanzen. Der kostet aber jetzt wieder so viel. No. Was auch immer das jetzt war. Aber wie gesagt, es ist ja eine Arbeiterstadt. Ich will jetzt hier kein schönes, gesundes Leben machen. Allerdings ist wahrscheinlich das Problem, dass ich dann mehr medizinische Geschichte brauche. Mehr Ärzte. Ein Schiffchen. Laufen wir ja nicht auf Grund hier vom Ufer. Dann kann ich doch eigentlich auch sowas wie einen Hafen machen, oder? Frachtschiff, Anlegeplatz. Zu wenig Salamonians. Wie teuer bist denn du? 100.000. Ermöglicht den In- und Export von Ressourcen über Frachtschiffe mit großer Kapazität. Frachtschiffe können immer nur eine Ressource transportieren. Allerdings eine große Menge. Sie legen mehrmals am Tag an. Ja, aber ich glaube, das brauche ich noch nicht. Weil ich immer noch das Pensum erreiche mit den LKWs. Omega, fast 10.000. Weil wenn es nämlich auch langsam irgendwann wird, hier werden wir noch eine weitere Omega-Fabrik bauen. Dass wir schön Omega verkaufen. Du hast noch Erz.
Du bist leer. Du bist leer. Dün dün. An die Wohnungen kann ich erst machen, wenn ich Drohnen habe. Was ich jetzt mal machen werde, ich werde jetzt hier mal noch eine Computership-Ding hinmachen und werde das mal importieren. Das wir erstmal voll machen. Import 72.000. Dass wir einfach mal ein Lager voll machen. Wie viel passen da überhaupt rein? 10.000 Kisten und 1.000 Kisten kosten zwar, also 720.000 kann ich ausgeben, bis das Ding voll ist. Weil wenn ich nämlich die Wohnhäuser auch noch zu einem Franchise-Unternehmen mache, also als Kundengewinne mit meinem Omega, dann steigt das alles nämlich nochmal ganz schön. Bisschen schneller. Kriegen wir das noch hin mit den 12,50? Bevor der nächste Tag anfängt. Oder die nächste Saison. 10.032 die Stunde sind wir auf jeden Fall. Was willst du? Immer noch Ärzte. Es gibt viele Kranke oder Verletzte. Ich will jetzt aber keinen Dingens bauen für einen Haufen Kohle. Und du bist wahrscheinlich schon wieder bald voll. Kann ich dich erweitern? Ja. Sehr schön. Zu wenig Simoleons. Aber zumindest kriege ich hier noch ein bisschen was rein. Das ist vor allem hauptsächlich da oben durch die ganze Luftgeschichte. Ich sollte vielleicht da oben hier mal noch ein bisschen Bäume pflanzen. Natur. In der Hoffnung, dass es was bringt. Vor allem ein guter Versuch, um ob die Bäume überhaupt was gegen die Luftverschmutzung helfen. So, dann schauen wir uns das nämlich gleich mal an. Genau da hinten zieht es rüber. Also, wenn, dann müsste ich hier oben mal einen Megaturm hinsetzen dann. Mit einem Luftreiniger. Also ich werde es auf jeden Fall nicht alles umbauen da hier, nur damit das funktioniert. Weil das ist, wie gesagt, eine Industriestadt und die soll ruhig auch mal stinken. Aber dass es jetzt alles so dermaßen auf die Gesundheit geht, boah. Da hatte ich mal eine andere SimCity gespielt, das SimCity Society. Heißt es, glaube ich. Da war es eigentlich nicht schlecht, da hatten sich vor allem auch, je nachdem was für eine Region man gebaut hatte, ob jetzt Industrie, Geschäfte, Nobel in der Gegend oder sonst irgendwas, haben sie auch die Gebäude angepasst. Also wenn ich jetzt Industrie gemacht habe, haben sie in der Umgebung von der Industrie auch ganz andere Gebäude entwickelt, also Wohnhäuser, als in diesen Nobelvierteln. In den Nobelvierteln natürlich die ganzen Villen. Und in den Industriedingern wirklich so, ich sag mal, Ghettos, so fast in der Richtung. Aber da konnte man wirklich richtige Industriestädte aufbauen. Was jetzt hier nicht so der Fall ist. Das wäre schon interessant gewesen, wenn man da sowas in die Richtung machen könnte. Halt. Hm,
Schule, bist schon wieder voll. Gut, was mache ich denn jetzt hier mittlerweile an Omega? 11.536. Jetzt will ich aber noch wissen, ob das noch steigt. Und dann werden wir auf jeden Fall bei Gelegenheit auch mal schauen, dass wir das Recycling Center bauen. Damit wir Ressourcen recyceln können für die Computerchip-Fabrik. Und anhand von diesen mit diesen Computerchips dann in der Omega-Co-Fabrik Drohnen bauen können. Damit wir nicht nur die Gewerbe und Industrie versorgen, sondern auch die Wohnungen und Privatleute. Das ist auf jeden Fall noch eine der großen Geschichten, die wir machen wollen. Komm, ich will jetzt wissen, ob das steigt. Die Omega Co. Gewinne. 11.536 sind wir jetzt. Wir brauchen nur noch 464. Ah, ich kann Kopf rechnen. Ich spule mal noch ein bisschen vor. Schauen, ob es dann hinhaut. Wir nehmen auch momentan 11.000. Warte mal, 11.536, genau. Minus die 1.100, also 10.436 Sebojets. Bin ich fast ein bisschen müde, habe auch den ganzen Tag gearbeitet heute. Geld, Geld, Geld. Was, schon wieder runter? Okay. Was haben wir hier? Gesundheit. Du bist voll. Du bist voll. Alter, ich glaube, ich müsste echt ein Krankenhaus bauen. Das bauen wir am besten auch gleich hier oben hin. Allerdings kostet das Geld. Und dann machen wir doch auch gleich mal hier einen Credit. Das mache ich jetzt noch schnell, bevor die Folge ich beenden werde tun. So. Hier ein Krankenhaus. Dann werde ich dich auch gleich ein bisschen upgraden. Erstmal natürlich ein Schild. Dann einen Krankenwagenplatz. Dann werde ich hier Wellnesszentrum, brauchen wir nicht. Patientenflügel. Weil es wären ja anscheinend so viele. Ah, jetzt habe ich da kein Geld mehr. Was kostet denn das Ding schon wieder? 40.000. Notfallzentrum. Wie viele Patienten passen denn jetzt rein hier? Bei dir passen jetzt 50 rein. Ja, ich weiß, das kommt das bisschen Abgase hier. Gut. Dann würde ich sagen, werden wir in den nächsten Folgen definitiv schauen, dass wir die Luft vielleicht ein bisschen reinigen. Also ich bin am überlegen, ob ich hier in die Mitte einen Megaturm setze, so einen einfachen. Und dann an die Spitze oben so eine Luftreinigungsetage oder sowas mache. Gucken, ob das was bringt. Habe ich noch nie gebaut. Ich weiß gar nicht, wie effektiv das ist. Und dass das hier wenigstens ein bisschen reduziert wird. Ganz wegkriegen will ich es nicht unbedingt. Das gehört nochmal zu einer Industriestadt dazu. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich ciao ciao und bis zum nächsten Mal.